Der Arafat braucht uns nicht sagen, ey, ich schieß gegen den oder den. Das ist so absurd alles. Das ist alles absurd. Das ist völlig absurd. In meinen Augen ist er eigentlich, ey. Und Barreno und. Ey, der macht sogar jetzt noch. Ey, der Fitner. Kann das nicht unterdrücken. Das geht einfach nicht bei dem. Der ist zur Welt gekommen, hat direkt Fitner gegen Hebamme gemacht. Dass ich hier sitze und mir das angucke, ist auch schon lustig. Einfach alles ist einfach wirklich durch. Ey, Leute. Dann. Arrogante. Das haben wir uns gestern angeguckt. Viele meinten aber, das wäre unecht, es wäre nicht real. Aber jetzt wissen wir, es ist real. Nach der ganzen Situation, du hast gepennt übrigens gestern, hast du auch verpasst. Der ist gestern einfach auf der Couch, ich mach das mal hier, ne? Eingepennt. Wir schauen uns nochmal eben an. Arrogante Pate hat diese Masterclass an Entschuldigung durch. er hat Bachelor in Entschuldigung gemacht. Jetzt schauen wir uns mal das an. Und ihr müsst mir mal in den Chat schreiben, wie seht ihr das? Kann man das noch ernst nehmen? Ist es vielleicht alles doch irgendwie nur gestellt? So, Assalamu alaikum, alle zusammen. Ja, ich bin der arrogante Pate. Und ich bin eurer Meinung. Mich hat keiner angerufen bei Allah. So, Musik ist also, raus. Ich habe angerufen. Und ja, wie gesagt, ich fühle mich irgendwie scheiße, dass ich gegen Arafat geschossen habe. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich kam von der Sauna raus. Die Jungs sind immer noch drin, ich warte im Auto, weil ich keinen Bock mehr habe auf diese ganzen Leute. Da sind nur Männer, was soll ich da haben? Ich bin ja wie Osan, Alter, Wallah, bin da. Jedenfalls. Hast du das gehört? Ja, da sind nur Jungs im Sauna. Und sind alle nur Dings. Dann denke ich mir so, da habe ich gestern schon gesagt, ich so, das weißt du doch vorher, wenn er so. So ein Bordell gehen und sagen, boah, da sind nur nackte Frauen, yeah. Alter. Wir haben gestern überlegt, vielleicht war er in so einer Club. Manfred schreibt, wer schreibt das? Entschuldigungsparty schreibt, ich will mich auch bei Ruse entschuldigen. Ja, mach ein Video, Amaskoi. Schreibt nicht in den Chat. Ich glaube sowas, nur per Video. Ja, Wallah, ich bin ehrlich, Bruder, ich bin ein Mensch, ich hab keinen Hass in mir. Deswegen entschuldige ich mich auch bei Menschen, weil ich ein gutherziger Mensch bin. Aber was Arafat betrifft, ist das ganz anders. So, das ist mir ans Herz gegangen. So, richtig, Wallah. Ich schwör auf Koran, ich entschuldige mich bei Menschen, weil ich ein gutes Herz habe. Allah ist mein Zeuge. Und, Bruder, wenn ich Hass in mir hätte, ich hätte mich niemals entschuldigt, Bruder. Mütter und so beleidigt man mich. Wie gesagt, ich habe Arafat niemals beleidigt. So, aber das ist der einzige Moment, wo ich gedacht habe, vielleicht ist das wirklich ein altes Video, weil er sagt, Mütter beleidigt man nicht. Das hat, aber hat er nie. Also in dem Video, ja. Was wir gesehen haben. Arrows entschuldigt sich bei uns und schickt 19 Monate Sub. Arrows, wir nehmen das eventuell an. Ich bin ehrlich, Leute, Wallah. Ich bin ehrlich. Guck mal, er hat nicht zurückgeschossen, er hat gar nichts genommen, nicht gesagt. Und ich finde das unfair, wenn ich jetzt einfach so das alles stehen lasse. Und er war schon ein besonderer Freund für mich, okay? Ein Arafat Abu Chaka war schon ein sehr besonderer Freund für mich. Und ich habe mich auch gut gefühlt, wo ich... Immer kommt dieser Sound so hoch. Yeah. Wir haben den Sound, Leute, wir haben den Sound mit so Software unterdrückt, damit der nicht die ganze Zeit nervt. Und immer wieder kommt diese durch die Software raus. Das ist so verrückt eigentlich. Wie laut hat der das gemacht? Ja, wie heftig. Mit ihm oft geredet habe, wo ich bei ihm war. Er war ja auch bei jedem Essen. Und er hat mir mit ein paar gewissen Sachen solchen, mit Anwalt und diese Sachen, muss ich ehrlich sagen, das darf ich nicht vergessen. Ich bin ein ehrlicher Mensch, okay? Okay, das, was vorgefallen ist, war scheiße. So gibt es von seiner Seite auch vielleicht Fehler, von meiner Seite schon übertrieben, finde ich. Und deswegen wollte ich wissen, wie soll ich jetzt damit umgehen? Keine Ahnung. Der Arafat hat mir eigentlich nie was Schlechtes getan, so im Endeffekt. Wallah. Und ich bin ehrlich, ich liebe Arafat. Wallah, ich liebe diesen Menschen. Er ist ein Bruder. So witzig. Und. Ja, ich mag den, ich kann den nicht hassen, ich liebe den einfach, Mama, ich liebe diesen Menschen und ich weiß nicht, was soll ich jetzt machen, Leute, so. Was soll ich jetzt machen, sagt ihr mir, es ist so absurd alles. Es ist alles absurd, es ist völlig absurd. Hat der Jahan Zero auch zwischendurch in dem Podcast? Es ist so absurd, weil er geht online, entschuldigt sich nicht bei Arafat, er geht online und sagt den Leuten, was soll ich machen. Ich ruf ihn doch an, warum sagst du uns das? Mal gucken, vielleicht haben die auch geredet. Machen soll so. Ja, Ibo juckt mich nicht, Bruder. Ibo ist ein anderer Fall. Ibo ist ein Fangirl, der hat mich verkauft. So, wer ist Ibo? Arafat,
Ibo Kurt? Kenne ich schon mit 20 Jahre, weißt du? Wer ist Ibo Schnurrbart? Der hätte das einfach nicht machen sollen, was der gemacht hat. Irgendwie. Nein. Er würde den nicht Ibo nennen. Nein, aber... Warum hat den noch keiner bis jetzt Ibo genannt? Guck mal, Ibo. Sheikh Ibo. Nein, Kurt Ibo. Kurt Ibo. Kurt Ibo. Der ist auch ein bisschen geil. Aber was ist schön geil, weil er ist sehr schön. Und ja, auch wenn wir nicht miteinander zu tun haben werden, muss ich auf jeden Fall. Ich bleib mit Charo, Bruder. Charo ist auch ein Bruder von mir natürlich, aber. Bruder, Arafat und ich haben einfach zu viel erlebt, Bruder. Weißt du, wir haben viel erlebt, muss man ehrlich sagen. So, wir kennen uns ja nicht von heute. Ich kenne den Mann schon 3 Jahre. Dreieinhalb Jahre schon. Und ich bin ehrlich, ich liebe ihn als Bruder. Dreieinhalb Jahre. Ich hoffe, Koran, ich liebe ihn als Bruder und er ist kein schlechter Mensch. Deswegen weiß ich nicht, was ich machen soll, Leute. Hallo? So, das war das beste Ende. Das war schon, Leute. 3 Jahre, man kennt sich lange, weißt du? Es ist völlig absurd alles geworden. Okay, wir schauen jetzt noch mal kurz rein. Es gibt Munio Charo gegen Arafat aus Part 1. Okay. Auf TikTok gibt es ein Ehre hier, ne? Momo, stimmt das? Was bestätigen? Mach mal eins jetzt, wir reden ernst. Ich rede doch ernst. Okay, lass mich reden, weil du nicht mich hier. Bitte, bitte. Lass mich reden, Bruder, weil das ist doch ein ernstes Thema. Guck mal, Leute, es ist ein. Für alle, die erstmal reingekommen sind, herzlich willkommen bei Reinspaziert. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Reinspaziert, Leute. Guck mal, ich habe vorhin, mir wurde ein Video zugeschickt und das wurde auch Barello zugeschickt. Es geht wieder mal um Charo. Ich habe mich ja mit ihm letzte Woche hingesetzt. Wir haben geredet, alles ist geklärt, alles ist red gemacht worden. Und wo ich ihn auch kennengelernt habe, eigentlich sympathischer Typ. Jetzt kam ein Video raus, wo ein Telefonat... Sei mal kurz leise jetzt, Mann. Okay. Jetzt kam ein Video raus, wo ein Telefonat geleakt wurde zwischen ihm und Arafat. Und ihr müsst euch vorstellen, der Charo stellt Arafat in ein Licht, wo er sagt, dass Arafat für all die Fitner und so auf TikTok gegenüber ihm und anderen Leuten schuld wäre bei der Barello und mir und anderen Leuten, sagen würde, wir sollen gegen den und den und den schießen zu einem und zum anderen, ging es im Telefonat drum, an dem Tag, wo ich mich mit Charo treffen sollte, dass der Cousin von Arafat auch kommen sollte und dass das ein Hinterhalt war oder irgendwie sowas, dass der Charo gelingt sein sollte oder sonst was. Guck mal, Leute, das stimmt alles nicht. Ich sag das auch jetzt hier einmal und dann rede ich nie wieder drüber, weil jeder, der das sagt in meinen Augen, der sucht nach Reichweite und diese Reichweite geben wir diesen Leuten nicht. Und wenn Leute Reichweite haben wollen, kriegen die anders, Leute, und das verspreche ich euch. Es geht darum, dass wenn Arafat mit uns ist, Arafat sagt niemals zu, schieß gegen den oder den, Leute. Das würde Arafat niemals machen. Wenn Barello Fitna macht gegen irgendjemanden oder gegen dies oder gegen jenes, dann macht das Barello, weil seine Eier das den sagen und nicht, weil irgendjemand anderes den sagt, okay? Wenn die 30 Kilo wie Sandor, Junge, erwähnt. Ja, genau, das ist es auch. Versteht ihr, was ich meine? Der Arafat braucht uns nicht sagen, ey, ich schieß gegen den oder den und... Auch Charo, ich habe Charo auch persönlich eine Sprachnachricht geschickt. Die Sprachnachricht habe ich auch noch. Und da sage ich auch zu Charo, ey Charo, bitte, ich weiß nicht, wer dir diese Fitna einredet. Der Arafat würde niemals zu uns sagen, dass wir gegen dich oder gegen andere schießen wollen sollten oder sonst was. Das habe ich den Charo sogar in der Sprachnachricht geschickt, bevor er, glaube ich, mit Arafat telefoniert hat, weil ich mit Charo geredet hatte, aber... Ich weiß nicht, wer ihn da lenkt, dass er so über Arafat denkt. Und dann wurde halt ein Teil vom Telefonat geleakt und das finde ich nicht korrekt. Weil wenn zwei Männer telefonieren, dann sollte man ein Telefonat nicht veröffentlichen, aufnehmen oder sonst was. Was? Ist eigentlich da hat nur ein Mann gewesen. Rede mal. Der war ein Mann, der andere war kein Mann. Also ich meine, okay, rede mal. Ey, der macht sogar jetzt noch... Ey, der kann das nicht unterdrücken, das geht einfach nicht bei dem. Das ist ja wie Tourette, Alter, der muss das einfach raushauen. Wie Tourette... Das sind so Ticks, Alter. Der fängt schon an mit, es gibt einen Mann und ein Eiri hier auf TikTok. Der kann es einfach nicht zurückhalten, Alter. Das ist so witzig.
Also ich muss gar nicht über die Sache, was sie sagen, lachen. Ich muss einfach über alles lachen, über diese ganze, dass ich hier sitze und mir das angucke, ist auch schon lustig. Einfach alles ist einfach wirklich durch. Ey Leute, es ist alles ist einfach am Ende. Problem alles ist zu Ende. Problem ist, sonst gibt's auch nichts, Alter. Weißt du, wenn das alles, nicht passieren würde. Ja, dann wäre nichts mehr. Ja, im Moment ist alles durch. Alles ist anders durch. Dann müssen wir nur Schachstreams machen, Alter. Lass nur noch Schachstreams machen. Oh Mann, ey. Was denkt der Chat denn? Denkt der Chat wirklich, dass Arafat denen sagt, sozusagen, was die mäßig, dass die so schießen sollen gegen verschiedene Leute? Oder denkt ihr wirklich, das ist ein bisschen auch Hirngespinst? Wie sagt man so schön, so, ja, ein bisschen paranoid. Die Kids machen, was sie wollen. Arafat macht dann ein bisschen auf Herkules, also cherisiert dann nur. Was denkst du denn? Also viele sagen ja. Und Fake für Klicks halt. Jetzt nicht. Wenn zwei Männer telefonieren, ein Telefonat sollte nicht veröffentlicht werden. Weil wenn ich mit Barello telefoniere und ich streite mich mit ihm, leak ich doch nicht ein Telefonat oder nehme es erst auf. Wie findet ihr denn das, dass der Charo das aufgenommen hat und direkt online gestellt hat? Also, was ist der Grund? Hat der das gemacht, um sich zu schützen, sozusagen, dass vielleicht ein anderer nicht eine andere Story erzählt? Oder was denkt ihr? Lädt gehen. Ich weiß es halt nicht, ne? Versteht ihr, was ich meine? Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich will mich auch da gar nicht so jetzt einmischen in diese Sache. Ich will nur sagen, dass ich es auch, was ich sag, das hier, was ich auch Charo privat gesagt habe, als guten Rat, weil der Charo. Ich habe ihn ja kennengelernt, ich habe mich mit ihm hingesetzt. Von einer Fitna zur nächsten, das bringt nichts. Egal, wer dir deinen Hinterhalt irgendwie versucht, etwas einzureden, dass der Arafat das und das sagt, das stimmt nicht. Ich schwöre, zu mir hat Arafat noch nie gesagt, schieß gegen den oder dies oder jenes. Und zu Barello bin ich mir sicher zu 100% auch nicht. Kann ich sagen, gebe gar keinen Sinn, Leute. Ich finde das nicht korrekt, dass ein Telefonat aufgenommen wurde und geleakt wurde. Ist einfach nicht cool. Kann ich was sagen? Stimmt es an dem Tag, wo ihr euch getroffen habt, dass er bekifft gekommen ist? Also, laut was denn? Was? Ja, der sagt, stimmt es, dass als ihr euch getroffen habt, also Momo wahrscheinlich mit Charo, dass der Charo bekifft hingekommen ist. Hat doch mit der Sache nichts zu tun, so, aber einfach. Ey, Bruder, er hat nur Fitna. Es ist nur Fitna-Talk. Das hört gar nicht auf. Das ist eigentlich. Das ist unglaublich, Alter. Das ist unglaublich. Der hat voll die Energie dafür. Der Typ, ne, jeden Tag 12 Stunden live und hat noch die Energie. Das finde ich für bewundernswert. Das stimmt. Er könnte, also ohne Scheiß, das ist echt bewundernswert, was für eine Energie der hat. Wo ihr euch getroffen habt, dass er bekippt gekommen ist? Also, laut was denn? Nein, ist, wir reden ernst jetzt. Wir reden jetzt ernst. So, das wollte ich einmal gesagt haben und guck mal, wie der so. Ja, ja. Dem ist alles egal. Also, stimmt das? Ist voll egal. Hauptsache, was Money läuft. Da passiert da Frieden, inshallah passiert da Khair, weil das sind beides erwachsene Männer und der Charo sollte sich nicht von irgendwelchen Leuten manipulieren lassen im Kopf, dass der Arafat ihm was Böses wollte oder sonst was. Auf gar keinen Fall. In meinen Augen ist er eigentlich, ey. Und Barello, und jetzt. Boah. Jetzt bist du. Was ist noch? Jede mich hier, jede mich hier. Oh mein. Nichts Gutes auf jeden Fall. Wie kommt der da drauf? Die sind gerade, er will so schlichten. Ja, die sollen Chair machen. In meinen Augen ist er ein Eri. Was ist das denn, Alter? Das ist echt hammerhart. Ich frag mich, wie der in seiner Schulzeit war. Ja, halt, heftig. Wie viele Schlägereien gab es wegen dem? Echt heftig, ja. Da hat bestimmt auch Fitna im Klassenzimmer gemacht. Der hat Hurensohn gesagt. Ey, der sagt zu ihnen, das sind eine Dings. Doch, ehrlich, wo wir damals, wo dieses Video mit Sheikh Ibrahim rauskam, wo wir auch mit Arafat telefoniert waren, sei jetzt ehrlich, ohne zu machen, wo ich gegen Charo geschossen habe, bevor ich mich mit Charo getroffen habe. Hat Arafat nicht zu uns gesagt, am Telefon hört auf, schießt nicht gegen ihn? Ja, Mama hat gesagt, hör auf damit. Aber ich hab dir gesagt, lass gegen ihn nicht schießen.
die ganze Zeit. Ja, aber warte, aber Arafat, nein, nein, ich will dir nur damit sagen, Arafat war derjenige, der auch gesagt hat, hört auf, gegen Schauro zu schießen, damals, bevor ich mich mit Schauro getroffen habe. Ja, weil Barbaren finden das nicht interessant, wenn man streitet, wenn man so und so. Ja, das ist es, das ist die Sache, nur das wollte ich einmal gesagt haben. Der ist zur Welt gekommen, hat direkt Fitna gegen Hebamme gemacht. Leute, lass mich auch kurz ein Statement machen. Schauro, Leute, Schauro ist ein Filmgeiler. Zweitens, er kann nicht mal gut kochen. Was so ist Gerüste das denn, Alter? Beim Kochen. Der kann nicht gut kochen. Das hat so gar keinen Sinn. So. Ey, übrigens, er kann nicht gut kochen. Ja. War der schon mal dabei? Ich guck nicht. Es ist aber auch einfach triggern. Es so ist bemerkenswert, auf was der einfach alles kommt. Jetzt müsst ihr noch sagen, und der ist schlecht gekleidet. Du weißt, so Style. Völlig sinnlos. Und der hat Dings, er ist einmal schwarz gefahren. Laut Gerüchte bei Barreno, ich schwöre auf alle, du bist, alle, was ich rede, sind Fakten. Und in meinen Augen ist ein Eire. Hast du, tut er mir ein, ist ein 1,20 Meter, ist 1,20 Meter, tut er mir ein Eire. Wallabila, Wallabila ist kein Mann in meinen Augen. Schade, wenn du ein Mann bist, kommst du nach. Hörst du mich? Ja, hörst du mich? Ja, mein Junge, hörst du mich? Auf TikTok. Ach Gott. Unglaublich. Okay, wir sind durch auf jeden Fall mit dem Thema. Das ist das, ich weiß nicht, aber so. Die Leute geben sich das 8 Stunden am Tag. Das ist nicht normal, Alter. Mal gucken, zu was das führt. Ich predikte mal, dass jetzt bald auf Herkules-Basis das Ding beendet wird. Um dann nach 3 Tagen wieder. Ja, ja. Das hat ja gar keinen Sinn irgendwie. Das ist das neue Trash-TV, das stimmt. Ja. King Sibbo schreibt eine interessante Frage. Ich peile noch nicht genau, warum ihr euch damit befasst. Ich erkläre es dir. Weil wir anders gestört sind. Ja, wir sind gestört, Bruder, deswegen. Ja, nur ein bisschen so Neugier. Wir können auch über Hamilton reden, wenn wir. Wir können auch.